Ich habe mit euch zu reden, Talisa, und ihr solltet meine Worte äußerst sorgfältig abwägen. Natürlich, ein jüngeres Mitglied des Ordens steht der Gläubigen stets zu Diensten. Ich werde zuhören, doch es ist nicht an mir, über die Ergebnisse unseres Gesprächs zu richten. Der Glaube wird uns führen. Wenn es denn sein muss, sprecht und lasst nichts aus. Nehmen wir mal das Mittlere. Hier geht es nicht um meinen Glauben oder meine Überzeugung. Es geht darum, dass ihr als Novize hierher gekommen seid und nun den korrekten Beförderungsweg umgeht. Ich plage mich seit Jahren ab und halte es für eine grobe Beleidigung, dass ihr nun einen höheren Rang einnehmt als ich. Das ist unentschuldbar und ziemlich verwirrend. Vielleicht mangelt es euch an Ehrbietung. Wie fügsam seid ihr? Es tut mir leid, ich wollte euch nicht beleidigen. Das geht mich nichts an. Wenn euch das nicht passt, dann setzt doch eine Beschwerde auf. Ich wollte euch nicht beleidigen. Und ob ihr mich beleidigt habt, einfach durch die Tatsache, dass es euch gibt. Ich tue, was man von mir verlangt und wünsche eine entsprechende Behandlung. Ich verlange Genugtuung und ich verlange sie jetzt. Ihr habt mich beleidigt, wenn auch nur indirekt, und ihr werdet euch mit mir duellieren und ihr werdet dabei sterben. Ihr werdet sterben. Niemand, der meinen Namen befleckt, hat das Recht, weiterzuleben. Welche Position auch immer ich einnehme, sie gehört euch. Mir war nicht bewusst, dass sie von Bedeutung war. Ihr könnt mir nicht drohen, ich werde es Lara erzählen. Nehmen wir das Mittlere. Wir geben ihm einfach die Position, weil ich habe keinen Bock mehr. Für mich ist es von Bedeutung. Dann tretet zur Seite, wenn ihr zu feige seid, euch zu duellieren. Ich nehme nur den Platz ein, der mir zusteht. Ihr seid mir mehr als willkommen. Bitte, was ist das für ein Geschrei? Im Hause des Morgenfürsten soll die Stille herrschen. Ihr vertreibt mir die Prediger der Bedürftigen mit eurem Krach. Gott, Tirso, ich hielt unser Problem für gelöst. Diese Angelegenheit ist noch nicht erledigt. Talisa hier ist eindeutig nicht so versessen auf diese Ehre wie ich. Sie war nur allzu gerne bereit, ihre Aufgabe, mich abzutreten. Das beweist, dass ich der Bessere bin. Wärt ihr die bessere Wahl gewesen, so hättet ihr die Stellung. Man hat euch in einem gerechten Verfahren abgelehnt, das hatte nichts mit Verschwörung zu tun. Und nun zieht ihr auch noch Talisa in die Sache hinein. Unsere Anwesenheit hier zeigt doch, dass sie ein Problem damit hat. Nein, Cortiso, man hat sich entschieden, nicht gegen euch zu kämpfen. Ihr werdet eure Fehde hier nicht ausfechten können. Auch euer angekratztes Ego wird hier nicht wieder aufpoliert. Cortiso, ihr solltet einfach nach Hause gehen. Aber das hier ist noch nicht vorbei, noch nicht. Geht heim, Cortiso. Wir sprechen miteinander, wenn ihr euch beruhigt habt. Meine Kollegen haben mich mit Respekt gezollt, weil ich Rania mit viel Mitgefühl beraten habe. Der Morgenfürst ist zufrieden. Ah ja, das war die Pflicht des Klerikers. Cortiso hat mich unflätig beleidigt und herausgefordert. Soll er doch die Position, die ich angeblich innehabe und die ihm so viel bedeutet, an sich reißen. Das ist kein Grund zu kämpfen. Gut. Gehst du jetzt? Ja, er geht. Seid mir gegrüßt. Ihr habt weise gehandelt, nicht in die Gruppe hineinzufallen, die Cortiso sich selbst gegraben hat. Es wird lange dauern, bis er den Weg zu Latanus nicht zurückfindet. Vielleicht habt ihr ihn sogar gerettet auf längere Sicht. Doch nun müssen wir uns eine weit ernstere Angelegenheit widmen. Der gesamte Tempel ist in Gefahr, wenn wir nicht handeln. Ihr werdet mir zustimmen, wenn ihr hört, was ich zu sagen habe. Seid ihr vertraut mit den Lehren des Talos? Zuckt nicht gleich zusammen bei diesem Namen. Latanda verhindert, dass uns Talos innerhalb dieser Hallen sehen oder hören kann. Leider müssen wir uns Sorgen um eine unmittelbare Gefahr machen. Vom Sturmfürsten, sie haben so lange Zeit an unserer Seite gelebt. Es wird immer mörderisch, wenn der Rasende seine Hände im Spiel hat. Nehmen wir mal das Erste. Uns erreichte die Kunde, dass wir angegriffen werden sollen. Getragen vom Geiste der umfassenden Zerstörung planen die Talosianer einen Großangriff auf das Haus der Morgendämmerung. Wir müssen etwas tun, um diesen Angriff unter anderen Umständen zu verhindern. Ich bin ganz eurer Meinung, was kann ich tun? Was könnten wir unternehmen gegen eine Invasion dieser Art? Sollten wir nicht nach einer friedlichen Lösung suchen? Werden sie uns überhaupt zuhören? Was können wir tun gegen eine Invasion dieser Art? Wir sollten etwas auf solch eine Weise gegen sie unternehmen, dass sie ihnen gleichzeitig Angst und Respekt eingeflößt wird. Eingelöst, ja. Wir müssen ihre Pläne durchkreuzen, bevor sie diese zu Ende führen können. Eine Art vorweggenommener Gegenschlag.
Diese Aufgabe liegt bei euch, Talisa. Eine Aufgabe, von der ich gehofft hatte, sie jemals verteilen zu müssen, aber mir scheint, als sei die Auseinandersetzung unserer beiden Tempel vom Schicksal bestimmt. Das Schlimme daran ist, dass die Talisianer sich an der Zerstörung ergötzen, ob sie nun gewinnen oder nicht. Heute Nacht, Talisa, ihr müsst in den Talos-Tempel eindringen und die Bedrohung der Morgendämmerung vernichten. Tötet die Wetterherrin Ada, sie giert nach unserer Zerstörung. Ihr habt nur wenig Zeit und die Übermacht ist groß. Wenn Ada niedergestreckt in ihren Tempel liegt, werden sie sich vielleicht zweimal überlegen, uns anzugreifen. Seid vorsichtig. Ja, Glaubenskrieg. Suppi. Datanda hat meine Behandlung des Falls Cortiso als gutes Beispiel in Nobler Zurückhaltung gewertet. Mir wurde meine Position zurückgegeben. Cortiso wurde die Auflage erteilt, über seine Verfehlung nachzudenken. Mir wurde der Befehl erteilt, den Zorn des Morgenfürsten über die Anhänger des Talos zu bringen. Sie planen, das Haus der Priester der Dämmerung anzugreifen, und das können wir nicht erlauben. Wir werden das Lager des Feindes stürmen und ihnen grausame Gerechtigkeit zuteil werden lassen. Das ist mein heiliger Kreuzzug. Yay, heiliger Fanatismus. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ja, wir können in Vaukens Promenade nachher eine Rast machen, Harry. Jetzt gehen wir erstmal ganz kurz hier runter zur... Oh Gott, die sind mir... Ich bin bereit. Das ist nicht so schön. Mist. Ich warte. Furcht ist etwas für Leute ohne Selbstvertrauen. Yoshimo hat eine Stufe gekriegt. Keine große Herausforderung. Das hier ist Wing. Ich werde es tun. Okay, das war jetzt übel. Eigentlich bin ich ziemlich schüchtern. Hört, hört. Esmeraltan fällt durch die Sizilianer. Esmeraltan fällt. Verteidigerstadt werden durch die unaufhaltsamen Gegner zu Brei geschlagen. Noch mehr Ärger, Stadtschreier, gib mir die Details. Die Schädelquetscher und Speerbeißer kamen über Esmeraltan. Innerhalb einer Stunde war die Stadt von Riesen und komplett überrannt. Stellt euch das vor. Das Schloss von Dahunda ist gefallen und alles, was geblieben ist, sind Riesengoblins und einige Syriker, die sich mit den Monstern verbündet haben. Unter der Verräter ist der ehemalige Kommandeur der Bergfeste Ishla, Hauptmann Amlos Xornak. Ein Verrat erster Grades ist ein ganz Arm. Die Ohren gespitzt und die Augen weit offen, könnt ihr wie jeden Morgen hier hoffen auf Geschichten aus dem wahren Buch des Die Hochgeborene, Erniedrigen und Fette Häuten. Gute Geschäfte. Okay. Also ja. Ja. Talos kämpft offen gegen uns, also brauchen wir nicht mal irgendeinen. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Irgendein schlechtes Gewissen haben. Sagen wir so, mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein. So, Yoshimo Stufe aufsteigen. 10 Punkte Taschendiebstahl. Und jeweils 5 Punkte hier rein. So, einverstanden. Ich weiß gar nicht, wie viele Lebenspunkte er jetzt gekriegt hat. Ist aber auch nicht so schlimm. Mit 86 hat er schon ganz schön viel Lebenspunkte. Hat er so viel wie Yahira jetzt? Ich warte. Erzählt mir mehr davon.
Du bist jetzt hier ganz allein? Ja. Seufzt. Ich möchte gern der Fürstin Elane den Hof machen, aber ein hässlicher Gnom würde sie nie akzeptieren. Wo ist sie denn heute? Ah, Yahira kann jetzt... Ach, das ist eine Halskette. Schildamulett. Ich warte auf euren Befehl. Wer hat noch keine Halskette? Keldon, so. Ja, keine große Herausforderung. Was schleppt Keldon eigentlich? Ach so. Arabanes Schwert und Kurzschwert der Heimtücke. Wobei das Kurzschwert kann verkauft werden. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal direkt in den Talos-Tempel rein. Machen dort ein bisschen Stunk. Nachdem wir uns ein bisschen geheilt haben. So, also rein da. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Habt ihr einen Plan? So, müsste noch der Sturmritter weg, der flieht sogar. Noch eine Talos-Halskette, haben wir nicht eine geklaut? Naja. So, damit haben wir hoffentlich auch die letzte Aufgabe für den Tempel abgeschlossen. So, hat sich jetzt hier unten was verändert? Oder ist sie wirklich nur nachts da? Ne, der Gnom steht hier alleine, okay. Weil soweit ich weiß, es ist keine Quest oder sowas, sondern einfach nur so ein kleines Event. Wenn wir hier oft genug vorbeigehen. So, die letzte Aufgabe haben wir auch erledigt. Ihr seid mir mehr als willkommen. Talisa, ihr tragt die Wunden der Schlacht und eine große Last auf euren Schultern. Ich fürchte, wir haben euch einen schaurigen Auftrag erteilt, einen Auftrag, den wir besser unseren ärgsten Feinden auferlegt hätten. Der Dienst ist die höchste aller Ehren, auch wenn dieser Auftrag eine schreckliche Prüfung darstellt. Es ist ein großes Vergnügen, das Böse zu zerstören. Thanos wird uns in nächster Zeit keine Sorgen mehr bereiten. Es war eine weit größere Belastung für die Seele, denn für den Körper. Die Morgendämmerung ist rot gefärbt. Und bei alledem behaltet ihr die Haltung eines Außerwählenden des Latante. Ihr habt euch etwas Zeit für euch selbst redlich verdient. Man wird euch in der nächsten Zeit hier keine Pflichten auferlegen. Bitte genießt weiterhin die Sicherheit und die Annehmlichkeit des Tempels. Ich bitte euch aber auch, wenn ihr für eine Zeit von eurem Dienst freigestellt seid, die werdet ihr tatsächlich auch weiterhin in euren Herzen und eure Handlungen zu bewahren. Gold und jede Menge Zeug.
Meine Rache hat die Anhänger des Talos ereilt. Sie wurden ausgelöscht. Es wird dauern, bis sie sich neu formieren. Die Anhänger des Morgenfürsten werden einen friedvollen Sonnenaufgang erleben. Mama hat mir Zeit zugestanden, um mich von meinen Anstrengungen zu erholen. Ich warte jedoch begierig auf den Tag, an dem man mich erneut benötigt. Nicht wirklich. Ja, keine große Herausforderung. So, das heißt, nächster Halt, Wolkenpromenade, Zeug verkaufen und dann ab zum Friedhof. Wir müssen eh nochmal in den Tempelbezirk, fällt mir gerade so ein, weil wir haben noch den Gedankenschinder-Dungeon vor uns. Yay. Aber den sollten wir dank Yahira unter anderem, die ja jetzt Gedankenkontrollgeschützt ist, oder?